Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Nachfolgerprojekt von Minecraft, von South Park, Stick of Truth. Und zwar Planet Coaster. Grody ist leider nicht dabei. Ich muss kurz schauen, welche, was war das? Kann ich nochmal Karriere oder Herausforderung? Um diesen Modus Erfolg zu haben, musst du dein Budget unter Kontrolle haben. Wir werden anfangs noch weniger Optionen zur Verfügung stehen, bis du die Erweiterung in deinem Park verdienst. Starte eine Karriere im Themenpark, Management, nimm abwechslungsreiche und zunehmend schwierige Szenarien in den Angriff und finde heraus, wie weit du kommst. Also ne, Herausforderung. Ah, komm, gehen wir in die Truppen. Parkname, Herausforderungspark. Nee, das ist. Huch. Nö, Leute, komm. Das ist Apfelmania. Schwierigkeitsgrad machen wir mal Mittel. Neu starten. Alright, es kann lustig werden. Okay. Ach Gott, ich habe gar keinen Gaming-Stuhl. Okay. Ein neues Forschungsprojekt ist verfügbar. Nein, wir forschen jetzt noch nicht. Herausforderung verfügbar. Herausforderung ansehen. Mal schauen, was haben wir denn? Oh Gott, ist die Störung gerade sensibel. Hilfe. Erstmal muss ich herausfinden. Okay, so bewege ich das. Oh nein, wie habe ich die Ding gedreht? Ah, so. Okay. Hier ist unser toller Parkeingang. Ah, jetzt check ich's. Okay. Parkbewertungsherausforderung. Erreiche einen Bonus von 20 in einem ausgeglichenen Park. Alright. Alright, wir müssen uns jetzt hier erstmal um. Oh Gott, die Steuerung ist echt beschissen. Okay, wir haben 4 Millionen. Okay. Wir brauchen erstmal Wege. Aber was für Wege? Hier nochmal einen roten? Oder schwarz? Kosten alle gleich viel. Ja, ne, nehmen wir mal die normalen roten und machen die ein bisschen breiter. Ah, alright. Alright, da haben wir schon mal. Nein, ich drehe mal die Kamera. Okay, dann machen wir Gebäude. Laden- und Servicegebäude. Okay, wir brauchen Imbissstand. Gibt's da nicht so. So. Ich brauch eigentlich schon so einen Stand. Gibt's da nicht diese Belut-Dinger? Ne? Oder war es angepasst? Ja, genau, die Dinger brauchen wir. Genau, das ist einfach für den Anfang schon billig. Ja, genau, komm her. Selbe dann auch für Trinken. Haben wir keine Informationsschau-Ding? Okay. Ne. Ah, Rechtsklick, so war das. Okay, und dann noch ein Erste-Hilfe-Ding. Okay, da haben wir schon mal so einiges. Dann brauchen wir etwas Kleines. So ein kleiner Roller. So ein Fahrgeschäft, so ein Mini-Ding. Okay. Die sind irgendwie alle nicht nice. Ist das teuer? Wie kostet so ein Schienen-Ding? Oh Gott, der Himmel, nein!
Okay, nehmen wir mal Wild Blue. Okay. Okay. Wir müssen ein bisschen sparen, nehme ich, Leute. Ich meine, es wird alles irgendwann umdekoriert. So ist es nicht. Aber dran. Ja, komm. So. Okay. Eingang platzieren. Ja, machen wir den Eingang mal dahin. Ausgang. Den Ausgang mit dahin. Eingang mit Weg verbinden. Genau, ich würde sagen, wir machen eine blaue. Komm. Mal einfach eine kleine Schlange hier. Alright. Gut. Dann brauchen wir noch einen Ausgang. Ich hätte den Ausgang umplatzieren sollen, oder? Nein! Oh nein, wie bekomme ich dich wieder weg? Fühl dich da nicht. Okay. Ja, komm, geh mal weg. Ich könnte den Ausgang umplatzieren. Der war nämlich echt umgesetzt. Oder kann ich den einfach nehmen? Nee. Ich will doch bloß den. Ich will doch bloß den Ausgang versetzen. Ausgang verschieben. Alright. Der Ausgang kommt nämlich dahin. Aus dem ganz simplen Grund, dass ich mir da voll den Weg spare. Oh wait, warum? No! Was soll das denn? Ja, schön, schön für dich, aber ich will doch den Boden hier nicht so haben. Nee. Ach so, schon besser. Ja, das ist doch schön. Okay, dann Test. Testen wir das mal. Szenerie fehlt. Ja, das war mir schon bewusst. So, Ticketpreis. Wir müssen das ein bisschen runterschrauben. Nicht, dass die hier komplett ausrasten, ey. Ja, komm. Das ist jetzt geöffnet. Da könnt ihr jetzt herein, Leute. Ich glaube, ich brauche ein. Ah, warte, brauche ich nicht noch ein Dinggebäude? Ein Mitarbeitergebäude? Kann sein. Ticket, Restaurant. Personalgebäude. Genau, das platzieren wir auch einfach mal damit daneben. Alright, dann jetzt brauchen wir. Okay, wir stoppen das mal. Szenerie. Wir brauchen jetzt Bänke und Mülleimer. Oh Gott, ich hab fast kein Geld mehr. Hallo? Also es hängt gerade toll. Ne, ist eine normale Parkbank, oder? Ein paar Mülleimer.
Da. Szene, ja genau, jetzt nehmen wir hier ein bisschen Natur. Nee, keine Natur, was haben wir denn? Aktuell so. Gott, das kann man sich alles nicht leisten. Irgendwas Kleines, so blümchenmäßig. Begonien. Ein paar Begonien. Ach du Scheiße, sind die klein. Naja, da brauchen wir schon anderes Zeug, Leute. So eine Eiche? Oh, die wäre aber echt schön. Warum kann ich die hier nirgendwo platzieren? Na gut, dann nehmen wir keine Eiche. Vielleicht eine Birke. Kann ich da ein paar Birken platzieren? Ja. Aber das machen wir jetzt richtig nice. Ich will bloß die Szenerie ein bisschen hochtreiben von dem Ding. Wo war es gleich nochmal? Testen. Szenerie 14% ist schon mal besser als gar nichts. Ja, und die Leute gehen rein. Ach Gott, wir machen aber nur Verluste. Nein. Ach nein, das ist gar nicht gut. Warum machen wir denn so viele Verluste? Achso, nein, ich will zu dem. Ich will hier. Da muss ich hin. Das kostet gar nichts. Standard Progress 3 Dollar. Familie 5. 6 Dollar. Oh nein, das dreht so viel um. Ja, okay. Okay. 1 Dollar und 3 Dollar. Das sind die Familien, die mir hier davon laufen. Ja, dann eben 2 Dollar. Ja gut, dann eben nur 1 Dollar bei allem. Sogar darauf habt ihr kein. Ja, gut, da wisst ihr was. Gut, dann machen wir das Feuer kostenlos. Ja, gut, wir machen das Feuer kostenlos, leider kommen. Dann nutzt aber auch die Fahrgeschäfte hier. Okay, was sind die Beschwerden, Leute? Was sind die Beschwerden? Ja, so lange geht auch. Ich mach nur Minus. Läden und Servicegebäude. Parkverwaltung. Ach, die Läden machen so wenig. Da gehen doch gut Leute hin. Ah, jetzt steigt es langsam wieder. Okay, wir sind gerade an einem sehr unguten Punkt. Okay, können wir die Fahrzeit nicht verkürzen? Ja, machen wir mal voll gesetzt. Ticketpreis lassen wir. Ah, da haben wir es. Dauer. Oh Gott, werden die durchgeschüttelt.
Okay, das ist. Nein, wir machen Minus! Ach nein, nein, wir sind an ganz guten Punkt. Und ist auf 6 Dollar. Nein, das. Die Läden machen so wenig. Also den Läden geht, also mit dem Läden, Alter, das ist. Was? Ach, jo, jetzt macht ihr eine Pause, Digga. Ja, ich glaube, wir sollten mal Darlehen annehmen, oder? Na, anscheinend ist eine Achterbahn nicht genug. So, kaufen wir jetzt mal, jetzt verkaufen wir jetzt mal wieder die Bäume hier, komm. Zack. 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 Auf die Szenerie scheißen wir jetzt einfach mal. Okay, dann Parkverwaltung. Ich wünschte, hier gäbe es mehr Fahrgeschäfte. Okay, das ist schon mal eines der größten Neuforschungsziele. Forschung starten. Ja, genau. Ja, nee, Finanzen. Läden und Servicegebäude. Ah, das ist gar nicht gut. Baukosten. Ah, nein. Geldfluss. Hilfe. Aber mein Park ist 3,5 Millionen wert. Okay, wir brauchen Darlehen. Nicht Finanzen. Darlehen. Ein neues Darlehen hinzufügen. Nein, wie viel? Wie viel? Reichen 2 Millionen für ein neues Fahrgeschäft? Wenn ich so eine Achterbahn nehme? Ah Gott! Die Madness. Wie groß bist du denn? Hallo? Oha. Ah, das wäre schon gut. 3, okay, Spaß. Schiene vorgeschickt. 4 Millionen, 4 Millionen, 7 Millionen, 9 Millionen. Was haben wir von den Kleinen her so? Ja, naja, ich glaube. Wir sind jetzt nicht direkt pleite, aber wir sind halt jetzt auch nicht wirklich gut dran. Wir sind genau die ganze Zeit so im Zwischenring, also würde ich sagen, wir nehmen jetzt ein Darlehen an. Füge ein Darlehen hinzu. Ja, komm, 5 Millionen. Dann bauen wir. Dann bauen wir die neue Achterbahn, komm. Bauen wir jetzt The Madness. Alright, wie drehe ich dich denn? Nö. Alter, wie drehe ich das? Ah. Ne, weiter, weiter, weiter. Ja, so wäre eigentlich recht nice. Aber warum kann ich dich hier nirgendwo platzieren, Dude?
Durchbricht Gelände. Nein! Nein! Okay, vielleicht ein bisschen weiter nach oben. Okay, da haben wir es ja. Jetzt drehen wir dich. Genau, und dann verschieben wir dich. Ah, doch, doch. Chill einfach mal. Na, jetzt geht's noch ein bisschen nach oben. Ach so, da hinten noch riecht es das Gelände. Ich meine, wo ist jetzt dein Problem hier, Digga? Wo ist jetzt dein Problem? So geht's? So geht's? Okay, alright. Boom! Okay. Okay, wir haben nicht mehr viel Geld. Ne. 8 Meter. Ja, das ist unser Ding hier, komm. Alright. So. Eingang platzieren. Machen wir dahin. Ausgang platzieren, machen wir dahin. Oder dahin? Das hier? Nee. Eingang mit Weg. Alright. Und wenn wir hier wieder eine Warteschlange. Eigentlich hätte ich die länger machen sollen. Nö! Nö! Ich will nicht! Nee! Ja gut, dann machen wir eben so, du Bastard. Okay. Ach so. Muss ich jetzt normalen Wege machen. Oh Gott im Himmel, no! Das war falsch, das war falsch, das war falsch, das war falsch, das war falsch. Ich hasse es. Ach so, nö. Okay, ja. So. So. Ja, genau. Genau. Alright. Alright, alright. Dann komm weg damit. Dann testen wir das noch kurz und dann ist die Folge eh gleich vorbei. Okay, Finanzen, das Ticket machen wir mal auf 8. Ja gut, Fahrgeschäft ist freigegeben. Komm Leute, jetzt geht's ab. Jeder rein und habt Spaß. Vielleicht kann ich es doch erhöhen. Vielleicht kann ich auch das hier erhöhen. Komm, das erhöhen wir jetzt auf 7. Komm, geht rein. Geht rein. Nein, das ist ihnen zu teuer. Safe, oder? Schauen wir mal bei den nächsten. Ne, ein paar gehen rein. Na doch, es gehen welche rein. Boah, die wurden alle zu dem neuen Fahrgeschäft, ne? Ja gut, aber komm, lassen wir das mal bei 6. Ich lassen wir mal bei 8.
Okay, der Park kann sich gerade so halten. Deswegen würde ich sagen, das war's in der Folge. Holpriger Start, zahlen wir Fettschulden. Naja. Alles, was geben, das was wert. Also, wie gesagt, das war's mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Seid gespannt, morgen 18 Uhr geht's weiter. Schaut mal jetzt gerade mir vorbei, schaut mal jetzt natürlich Twitch-Kanal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.